Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich zeige dir heute, wie du einen super süßen Herbstpulli für deinen kleinen Hund häkeln kannst. Alles, was du dazu brauchst, ist natürlich wie immer Wolle. Ich habe mich heute für so eine schöne taupe Farbe entschieden und für ein Creme, weil ich dann zweifarbig häkeln möchte. Du kannst natürlich aber auch eine bunte Wolle benutzen, wie zum Beispiel die hier. Die ist auch sehr schön in Grüntönen und Blautönen gehalten. Die habe ich übrigens im Aktionsladen mal ganz günstig gekauft. Und ich verlinke dir natürlich auch später ein paar Wollsorten oder Wollfarben unten in meiner Infobox. Dann kann es auch schon losgehen. Alles, was wir brauchen, ist wie gesagt Wolle. 1 cm Maß um die Länge oder auch die Höhe deines Hundepullovers abzumessen. Eine Schere, eine Häkelnadel in der Stärke 5 mm. Dann wollen wir auch schon loslegen und wir beginnen mit einem Fadenknoten und 38 Luftmaschen. Für den Fadenknoten, falls du es noch nicht weißt, einfach den Faden um den Zeigefinger und Mittelfinger halb herum und durchziehen. So haben wir einen ganz einfachen Fadenknoten ohne viel Schnickschnack und Heckmeck. Den Pullover, den ich hier für unseren Hund von meinen Nachbarn häkel, ist in der Größe für einen mittleren Yorkshire Terrier. Und deswegen beginnen wir mit den 38 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Wir verknüpfen die beiden Enden unserer Luftmaschenkette mit einer Kettmasche. Und beginnen schon mit unserer ersten Runde. Dazu häkeln wir 3 Luftmaschen auf. 1, 2, 3 und wir häkeln nun eine ganze Runde in ganzen Stäbchen. Dazu einfach in die Masche einstechen, Faden holen durch die ersten 2 Maschen auf der Nadel, Faden holen durch die zweiten 2 Maschen auf der Nadel. Die ersten 3 Luftmaschen zählen wir hier schon als unser erstes Stäbchen und haben so unser zweites Stäbchen gehäkelt. Einstechen, Faden holen, durch die ersten 2, durch die zweiten 2. Faden holen, in die Masche einstechen. Dabei ist es egal, ob du unten in die Masche einstechst oder oben. Faden holen, durch die ersten 2, Faden holen, durch die zweiten 2. Faden holen, in die Masche einstechen. Damit du leichter in die Masche einstechen kannst, hältst du deinen Mittelfinger, legst die Masche da drauf und dann kannst du noch ein bisschen nachhelfen, denn die erste Reihe ist manchmal ganz tückig. So, durch die ersten 2, durch die zweiten 2, Faden holen, in die Masche einstechen, bisschen nachhelfen, Faden holen, durch die ersten 2, durch die zweiten 2 und Faden holen, in die Masche einstechen, noch einmal den Faden holen. Wir haben 3 Schlingen auf der Nadel. Wir holen noch einmal Faden, ziehen durch die ersten beiden Schlingen auf der Nadel, haben 2 Schlingen auf der Nadel, holen den Faden und gehen durch die letzten 2 Schlingen auf der Nadel. Das bis zum Ende der Runde.
Am Ende dieser ersten Runde angekommen, schließen wir unsere Runde mit einer Kettmasche in die Anfangsmasche der Runde. Dazu einfach in die erste Masche einstechen, Faden holen und durch die andere Masche einfach durchziehen. Für die nächsten vier Maschen häkeln wir im vorderen Reliefstäbchen und wie das funktioniert, zeige ich dir jetzt. Wir häkeln drei Luftmaschen auf, nehmen den Faden, gehen in die erste Masche hier hinein, kommen auf der nächstliegenden Masche heraus, von hinten herum, holen uns den Faden, ziehen ihn durch beide Maschen hindurch, haben drei Schlingen auf der Nadel, holen den Faden durch die ersten zwei, holen den Faden durch die zweiten zwei, wie bei einem normalen ganzen Stäbchen. Und haben so unser erstes Reliefstäbchen gehäkelt. Wir nehmen Faden auf, gehen direkt in die Masche, die wir direkt hier haben. Von vorne nach hinten in die nächste Masche, haben unsere Masche als Bauch auf der Häkelnadel. Holen den Faden, ziehen ihn durch den Bauch hindurch, haben drei Maschen, drei Schlingen auf der Nadel, holen den Faden durch die ersten beiden Maschen, holen den Faden durch die zweiten beiden Maschen auf der Nadel. Das machen wir bis zum Ende der Runde und für die weiteren drei Runden. Also, dass wir insgesamt vier Runden in Reliefstäbchen gehäkelt haben. Faden holen, in die Masche direkt hinter dem gehäkelten Reliefstäbchen einstechen, auf der oder in die nächste Masche hinein von hinten einstechen, Faden holen, durch beide Maschen auf der Nadel haben wir drei Schlingen, holen den Faden, ziehen durch die ersten beiden Maschen und durch die zweiten beiden Maschen. Das, wie gesagt, bis zum Ende unserer dritten Runde, also insgesamt vier Runden gehäkelt in Reliefstäbchen. Dann sehen wir uns auch wieder. Falls dir das hier mit der Erklärung mit den Reliefstäbchen zu schnell ging, kannst du dir auch gerne das Video-Tutorial dazu anschauen, wie häkle ich 50 in meiner Playlist und dort kannst du es dir nochmal ganz in Ruhe anschauen. Einstechen von hinten, Faden holen durch alle beide Maschen, noch einmal Faden holen durch die ersten beiden Stängen auf der Nadel, Faden holen durch die zweiten beiden Stängen auf der Nadel, Faden holen direkt in die Masche neben dem Reliefstäbchen einstechen, auf der nächsten Seite herauskommen, Faden holen, durchziehen, Faden holen durch die ersten zwei, Faden holen durch die zweiten zwei. Wie gesagt, bis zum Ende dieser Runde. Diese Runde mit einer Kettmasche schließen, drei Luftmaschen aufhäkeln und dann die weiteren drei Runden in Reliefstäbchen häkeln. Dieses Muster ergibt dann so einen schönen Rollkragen-Mustereffekt, der wunderbar jetzt hier in diese Herbstzeit hineinpasst.
Am Ende dieser Runde angekommen, schließen wir auch wieder mit einer Kettmasche in die Anfangsmasche der Runde. Die Anfangsmasche der Runde waren unsere drei Luftmaschen. Da gehen wir dann mal schön rein und häkeln eine Kettmasche. Wir häkeln drei Luftmaschen auf. 1, 2, 3, die wir direkt als unser erstes Stäbchen benutzen. Gehen direkt ins zweite Reliefstäbchen hinein, um das Reliefstäbchen herum, holen uns den Faden, haben wieder drei Maschen auf der Nadel, holen Faden durch die ersten zwei und durch die zweiten zwei und haben so wieder unser Reliefstäbchen gehäkelt. Faden holen, diesmal gehen wir nicht mehr in die Maschen hinein oder in die Maschenmitte oder in die Lücken, sondern wir gehen in die Masche um das Reliefstäbchen herum, so dass das Reliefstäbchen hier über der Häkelnadel ist, holen den Faden, ziehen den Faden durch das Reliefstäbchen durch, drei Schlingen auf der Nadel, durch die ersten zwei und durch die zweiten zwei. Das machen wir noch für die nächsten zwei, also insgesamt vier Runden, und dann sehen wir uns auch wieder. Faden holen. Das Reliefstäbchen muss auf der Häkelnadel sein. Faden holen, durch das Reliefstäbchen ziehen, durch die ersten zwei und durch die zweiten zwei. Das sind vordere Reliefstäbchen, die ein wunderschönes Rollkragenmuster bringen. Also so ein Rippenbündchenmuster. Und wenn du es einmal raus hast, dann geht es auch ganz fix so zu häkeln. Einfach in das Reliefstäbchen hinein. Faden holen, um das Reliefstäbchen herum, durch die ersten zwei und durch die zweiten zwei. So häkeln wir weiter, bis wir jetzt unsere vierte Runde in Reliefstäbchen erreicht haben. Dann sehen wir uns auch gleich wieder. Bis gleich. Am Ende unserer vierten Runde in Reliefstäbchen angekommen, verbinden wir auch hier unsere Runde oder beenden wir unsere Runde mit einer Kettmasche in die Anfangsmasche der Runde. Und wir trennen hier unseren Faden ab und beginnen mit der anderen Farbe. Wenn du in einer Farbe weiter häkeln möchtest, dann kannst du natürlich jetzt in einer Farbe weiter häkeln. Ich trenne aber hier meinen Faden ab. Ziehe den Faden durch. Nehme mir meinen neuen Faden hier. Und da, wo ich den Faden abgetrennt habe, steche ich meine Häkelnadel ein, hole mir den neuen Faden auf und befestige ihn mit einer Kettmasche. Versuchen wir es nochmal. So, neuen Faden, befestige ihn direkt mit einer festen Masche. Wir häkeln eine Runde in festen Maschen. Dazu gehen wir in das hintere Maschenglied hinein. Dazu schaust du dir das mal von oben an. Dann siehst du hier so kleine Vs und dann gehst du in das V und häkelst von hinten dir eine feste Masche. Das bis zum Ende der Runde.
Wir schließen auch hier wieder mit einer Kettmasche in die Anfangsmasche der Runde. Wir häkeln drei Luftmaschen auf. Eins, zwei, drei. Und häkeln nun in jede vierte Masche zwei ganze Stäbchen und jede andere Masche mit einem ganzen Stäbchen. Also wir zählen unsere drei Luftmaschen hier als ganze Stäbchen, gehen in die nächste Masche, häkeln ein ganz normales ganzes Stäbchen in die darauf folgende Masche auch. Wir haben nun mit der ersten Luftmaschenkette hier von drei Luftmaschen insgesamt drei ganze Stäbchen und häkeln in unsere vierte Masche zwei ganze Stäbchen ein. Das machen wir jetzt bis zum Ende der Runde. Jede vierte Masche mit zwei ganzen Stäbchen und jede andere Masche mit einem ganzen Stäbchen. Das ist dann unsere Zunahmerunde für den Körper des Hundepullovers. Einstechen, Faden holen durch die ersten zwei und durch die zweiten zwei. Eins, zwei, drei und in die vierte Masche zwei ganze Stäbchen. Auch hier schließen wir wieder mit einer Kettmasche in die Anfangsmasche der Runde. Und häkeln eine Runde in festen Maschen und zählen dabei auch unsere Maschen mal ab. Wir häkeln eine Luftmasche auf und häkeln eine ganze Runde in festen Maschen. Zählen dabei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46 Maschen insgesamt. Und schließen auch diese Runde mit einer Kettmasche in die Anfangsmasche der Runde.
Falls bei dir 47 rauskommen, so kann das gut sein. Also mach dir keinen Kopf darüber, ob es jetzt eine Masche mehr oder weniger ist. Aber ansonsten sollten wir in der Maschenanzahl bleiben, die wir hier vorgeben, damit wir nicht total aus der Form kommen. Für unseren Pfotenausschnitt häkeln wir 10 Luftmaschen auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Überspringen nun 7 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gehen in die 7. Masche hinein und häkeln dort eine feste Masche. Wir häkeln nun 28 Maschen in festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dreizehn, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Häkeln 10 Luftmaschen auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Überspringen 7 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gehen in die 7. hinein und häkeln dort eine feste Masche und haben so von beiden Seiten unsere Pfotenausschnitte gehäkelt. Am Ende angekommen, schließen wir dann auch diese Runde mit einer Kettmasche in die Anfangsmasche der Runde. Und die Anfangsmasche der Runde hatten wir ja mit einer Luftmaschenkette von 10 angefangen. Deswegen gehen wir direkt hier in diese erste Masche hinein und häkeln dort unsere Kettmasche. Wir häkeln nun 3 Luftmaschen auf und häkeln 2 Runden in ganzen Stäbchen. Dazu Faden holen. Wir halten unsere Luftmaschenkette fest. Gehen nun in diese Luftmaschenkette hinein und häkeln dort unsere Luftmaschen. 1, 2, 3, wie gesagt, alles in ganzen Stäbchen für die nächsten 2 Runden. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und gehen in die nächste Masche und häkeln dort
einfach das Stäbchen weiter, weil das die 10. Masche ist ja hier. Die könnten wir aber auch noch häkeln, oder? Was meint ihr? Neun ist hier und 10 wäre hier neben. Die häkeln wir mal einfach mit, um ein bisschen mehr Luft zu haben. Und häkeln das Ganze weiter rundherum in ganzen Stäbchen. Ach, da ist die Batterie schon leer. Am anderen Pfotenausschnitt angekommen, häkeln wir genauso unsere Luftmaschen ab in ganzen Stäbchen, um dann auch diese Runden immer wieder mit einer Kettmasche zu beenden und sehen uns am Ende dieser zweiten Runde in ganzen Stäbchen dann wieder. Wir haben dann insgesamt 12 Runden gehäkelt und dann geht es auch weiter mit dem Rückenteil. Hier sind wir auch schon bei unserem nächsten Pfotenausschnitt. Auch da wieder in jede einzelne Masche der Luftmaschenkette hinein. So kannst du sicher gehen, dass deinem Hund da nichts einschnürt und auch nichts zu eng ist, wenn du deine 10 Luftmaschen in der Luftmaschenkette hast. Achten, dass es sich hier nicht verdreht, wie es bei mir gerade der Fall ist oder gewesen ist. Und darauf achten, dass es schon in einer Linie bleibt. Was ist hier falsch? Was ist hier falsch, Leute? So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10. Und wie immer am Ende der Runde angekommen, mit einer Kettmasche in die Anfangsmasche der Runde, das ist hier oben, jetzt wieder in die 3. Masche der Luftmaschenkette. Drei Luftmaschen aufhäkeln und noch eine ganze Runde in ganzen Stäbchen häkeln. Danach geht es dann an den Rücken oder an das Rückenteil.
Dazu brauchen wir auch unsere Markierungsfädchen. Die kommen dann zum Einsatz. Du kannst natürlich auch Markierungshäkchen benutzen. Ich habe nichts dagegen, wenn du die aus Plastik benutzt oder aus sonstigem Material. Das muss doch jeder für sich selber entscheiden, wie oder was man benutzt oder wie oder ob man dazu beiträgt oder meint, dazu beitragen zu müssen, dass es der Umwelt besser geht. Aber immer dran denken, geht es der Umwelt besser, geht es auch uns und unseren Kindern besser. Darf man ja nicht vergessen. So. Ich gehe jetzt meine Batterie aufladen. Und wir sehen uns dann auch gleich wieder. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht mit unserem Hundepulli für den Herbst. Bis gleich. Tschö. Auch hier schließen wir diese Runde mit einer Kettmasche in die Anfangsmasche der Runde. Wir haben jetzt unsere zwei Runden in ganzen Stäbchen nach den Ärmelausschnitten beendet. Schneiden hier unseren Faden großzügig ab. Und gehen nun 9 Maschen nach links von unserem runden Ende aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Und legen hier unser Markierungshäkchen oder Markierungsfädchen ein. Einfach in die 9. Masche einstechen. Markierungsfädchen einziehen oder du kannst es auch einknoten, wenn du magst, um es später dann wieder zu lösen natürlich. Ne? Muss nur locker da sein oder mit dem Häkchen einfach dranhängen. Nun geben wir von dem runden Ende unserer ganzen Stäbchenrunden nach rechts und zählen dort 5 Maschen ab. 1, 2, 3, 4, 5. Und legen hier in die 5. Masche unser nächstes Markierungsfädchen ein. Befestigen es so, dass wir es nicht verlieren. Wir werden jetzt reihum häkeln, und zwar von links nach rechts und von rechts nach links. Und werden diese mittlere Stelle hier freilassen, weil das wird dann hinterher unser Bauch, der frei bleiben muss, damit unser Hund genug Freiraum und Platz hat. Wir nehmen nun unsere Häkelnadel und gehen dort in die Masche hinein, in der wir unser Markierungshäkchen eingesetzt haben. Ich fange in der linken Masche an, ziehen den Faden ein, häkeln eine Luftmasche auf, häkeln eine zweite Luftmasche auf und häkeln nun 15 Reihen oder halbe Runden in halben Stäbchen. Und wie das geht, zeige ich dir jetzt. Faden aufnehmen, in die nächste Masche einstechen, Faden holen und anstatt wie vorher durch die ersten zwei und durch die zweiten zwei zu ziehen, nehmen wir einfach unseren Faden auf und ziehen ihn durch alle drei Schlingen auf der Nadel. Bups. So geht's. Faden holen, in die Masche einstechen, Faden holen, noch einmal Faden holen und durch alle drei Maschen auf der Nadel ziehen. Faden holen, in die Masche einstechen, Faden holen. Wir haben 3 Schlingen auf der Nadel. Faden holen, durch alle drei Schlingen auf der Nadel ziehen.
Da kann es passieren, dass du mal deine Häkelnadel verlierst oder deinen Faden, aber das ist kein Beinbruch. Einfach wieder holen und weitermachen. Das machen wir jetzt für die nächsten 18 Reihen und dann sehen wir uns auch wieder. Wie gesagt, am Ende jeder Reihe oder Runde wenden wir unsere Arbeit, häkeln zwei Luftmaschen auf und gehen in die nächste Masche und häkeln unsere halben Stäbchen. Wir haben jetzt eine Gesamtlänge von 28 cm vom Kragen aus. Unser Hundepulli ist jetzt schon fast fertig. Wie ihr seht, sind hier die Pfotenausschnitte ganz schön geworden. Und hier ist auch genug Beinfreiheit und Freiheit im Schritt. Und wir werden hinten noch zwei Reihen in Reliefstäbchen dran setzen. Dazu wieder unsere Häkelnadel nehmen. Ich nehme die Kontrastfarbe und setze direkt dort an, wo ich den Faden eben abgetrennt habe. Wir häkeln zwei Luftmaschen auf und häkeln direkt um unsere Maschen Reliefstäbchen. Dazu in die Masche einstechen. Wir häkeln vordere Reliefstäbchen. Wir stechen von vorne ein, gehen nach hinten um die Masche herum, holen uns den Faden und gehen durch die ersten zwei und durch die zweiten zwei. Einstechen, um die Masche herum, Faden holen, durch die ersten zwei, durch die zweiten zwei. Faden holen, einstechen in dieselbe Masche hier, in die andere Masche daneben, einstechen von hinten, Faden holen. Wir haben immer drei Schlingen auf der Nadel, holen den Faden durch die ersten zwei, holen den Faden und durch die zweiten zwei. Das machen wir für insgesamt zwei Reihen, haben so unseren Rippenbündchenabschluss für das hintere Rückenteil unseres Hundepullis fertiggestellt und somit auch den ganzen Hundepulli fertig gehäkelt. Wie gesagt, die Rückenlänge und die Größen und Breiten variieren ja von Hund zu Hund. Da müsst ihr für euren Hund feststellen, welche Größe da die richtige ist. Das hier ist eigentlich in die Größe M. Für einen mittleren Kleinhund, zum Beispiel ein Yorkshire, Malteser oder halt Mischlinge in der Höhe und Größe. Die passenden Maße verlinke ich euch oder schreibe ich euch noch unten in die Infobox. Wir haben hier 38 Luftmaschen für den Hals genommen, beziehungsweise für den Kragen. Und ich denke, bei einem Hund mit wuscheligem Fell oder Fell wie halt ein Yorkshire Terrier oder ein Malteser, oder auch ein Shih Tzu, da kommt das genau hin. Kommt natürlich auch immer auf den Hund an, aufs Gewicht des Hundes. Aber ich gebe euch mal so Pauschalmaße unten in die Infobox rein. Wir haben im Rücken die Maschenanzahl von 40 nie überschritten. Darauf müsst ihr achten.
Wir hatten hier eine Maschenanzahl ab dem Markierungshäkchen von 40 und die haben wir auch hier beibehalten. Falls du jetzt mal 41 hast oder 39, ist das kein Beinbruch, aber du solltest schon um die 40 herum bleiben, damit es nicht so weit überhängt. Wir häkeln drei Luftmaschen auf und wir wenden unsere Arbeit und häkeln nun hintere Reliefstäbchen. Dazu Faden aufnehmen, von hinten nach vorne einstechen, um das Reliefstäbchen herum, Faden holen, noch einmal Faden holen durch die ersten zwei und durch die zweiten zwei. Und noch einmal Faden holen, von hinten in die Masche einstechen, um das Reliefstäbchen herum, Faden holen, durch die zwei Maschen ziehen, drei Schlingen auf der Nadel, durch die ersten zwei und durch die zweiten zwei. Das Ganze sieht dann von vorne so aus und wir haben dann so ein tolles Rippenbündchen wie am Kragen. Von hinten nach vorne einstechen, so kannst du es dir ganz leicht merken, das sind die hinteren Stäbchen, von hinten nach vorne rum. Von hinten nach vorne. Faden holen, von hinten in die Masche einstechen, um das Reliefstäbchen herum den Faden holen, noch einmal Faden holen durch die ersten zwei, noch einmal Faden holen durch die zweiten zwei. Und die letzte Masche. Von unserem Reliefstäbchenmuster. Wir trennen den Faden ab. Lassen unseren Faden direkt vernähen oder verhäkeln unsere Fäden. So sieht unser Hundepulli aus, wenn er fertig ist. Wenn du magst, kannst du natürlich hier noch weitere Reihen dran häkeln. Ich finde aber, so sieht er richtig schön aus und hat auch die richtige Länge für die kleine Bella. Ja, und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, und falls euch das Video gefallen hat, so würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du mich noch nicht abonniert hast, dann wird es langsam Zeit, das zu tun, damit du keins meiner Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.